Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Nach kleiner Winterpause sind wir wieder dabei und zwar mit unserer Sendereihe Zu Gast bei. Und ich freue mich, dass ich heute Abend zu Gast sein darf und zwar bei Simone und Hans-Günther Blum. Und bevor wir unseren Zuschauern die Möglichkeit geben, so ein bisschen Alice im Wonderland, das Wonderland von Alice genauer zu betrachten, dürfen wir erst einmal gratulieren. Denn es ist gar nicht lange her, am Freitag hatte nämlich Simone Geburtstag und deshalb nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also schön, dass wir hier sein dürfen und damit unsere Zuschauer einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen in das Umfeld, wie Alice lebt, Alice im Wonderland, wie ihr hier euer Zuhause habt, haben wir ein paar Bilder eingefangen heute schon einmal und die gibt es jetzt erst einmal ganz kurz ein bisschen zum Vorgeschmack. Simone, der Gut Eichenhof ist damals schon von deinem Großvater damals erworben worden, der ebenfalls auch schon eine besonders große Pferdeaffinität hatte. Großvater, unglaublich pferdeaffin, Vater, Medaillen bei der Vielseitigkeit errungen, deine Mutter darüber hinaus ebenfalls eine ganz begeisterte Springreiterin. Wie kam das? Kannst du dich noch daran erinnern, dass du das erste Mal diesen Kontakt mit den Pferden hattest? Und, oder bist du gesagt, die Erzählungen, wann du das erste Mal im Sattel gesessen hast? Ja, das war natürlich schon ziemlich früh mit, ich glaube, 3 Jahren. Oder davor bin ich wahrscheinlich schon manchmal beim Papa vorm Sattel oder vor ihm gesessen. Und dann, ich glaube, ich war 3 oder 4, da hatte ich ein ganz altes Pony. Das war super brav. Und da bin ich schon alleine geritten und immer meinem Vater hinterher. Und wenn ich mal schief saß, dann hat das Pony angehalten und dann konnte ich mich wieder richtig hinsetzen und die war einfach super, super lieb und es hat mir einfach viel Spaß gemacht und ja, so kam ich dann zum Reiten. Aber ich war natürlich als Baby schon, da wurde ich immer mit in den Stall gezogen, aber ich habe es einfach von Anfang an geliebt. Gab es eigentlich nie so einen Moment, wo du gesagt hast, meine Güte, das ist mir in Frage gestellt, sondern es war von Anfang an Teil deines Lebens? Dennoch ist es natürlich schon so, dass die Disziplin auch schon so ein bisschen vorgegeben war. Vater eben als Vielseitigkeitsreiter, Mutter eben als Springreiterin. Dennoch die zwei unterschiedlichen Disziplinen. Gab es auch mal die Frage, dass du gesagt hast, meine Güte, das Dressurreiten, das würde mich auch interessieren? Ich glaube nicht so wirklich. Also ich bin auch Dressur geritten früher und ich glaube, das war auch wichtig, diese vielseitige Ausbildung. Hat mir auch Spaß gemacht im Viereck mit meinen Ponys und ich habe auch Dressurstunden genommen und viel trainiert. Das war einfach wichtig. Aber jetzt nur den Dressursport, der hat es mir nicht angetan. Also es war dann am Schluss, am Anfang ein bisschen auch Vielseitigkeitsreiten. Aber ich bin immer mit meinem Vater natürlich viel auf Vielseitigkeitsturniere mitgefahren, habe auch viel erlebt, auch viel Stürze mitbekommen in jungen Jahren und deswegen ich war nie mutig genug für die Vielseitigkeit. Deswegen ist dann Springen geworden. Deine Mutter ist diejenige, die dich am meisten, glaube ich, auch trainiert hat. Wenn am Ende dann wirklich so eine erfolgreiche Springreiterin daraus wird, dann muss die sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Wenn du jetzt so ein bisschen nach vielen Jahren das so ein bisschen wiederholen kannst, wo waren die Punkte, wo du sagst, meine Güte, da hat sie einfach einige Sachen in ihrer reitsportlichen Erziehung einfach sehr gut gemacht? Also meine Mutter hat sehr viel Wert auf die dressurmäßige Ausbildung gelegt, von Pferd und Reiter oder Pferd und oder auch Pony. Und das war, glaube ich, wichtig. Wir haben uns auch von vielen Dressurtrainern Hilfe geholt. Also ich durfte früher schon, wenn zu meinem Vater Dressurtrainer gekommen sind, durfte ich da auch mitreiten. Davon habe ich, glaube ich, sehr viel profitiert. Und meine Mutter hat da auch sehr viel Wert drauf gelegt. Sie hat sich auch selbst mal auf die Ponys gesetzt oder auf die Pferde, dann auf die Großpferde. Und ja, sie hat mir immer, hat mich unterstützt, hat mich motiviert, wusste, wie sie mich zu nehmen hatte. Also sie hat, wir konnten immer darüber sprechen, jetzt vielleicht nicht direkt nach einem misslungenen Parcours. Das hat sie ein bisschen besser gemacht als mein Vater, deswegen hat es irgendwie zwischen uns besser harmoniert. Die Frage, wie war dann der Einfluss von deinem Vater? Es kursiert immer noch so dieser Satz, nein, Papa lassen wir zu Hause, der bringt uns kein Glück. Aber trotzdem wird doch dein Vater einfach auch, glaube ich, gerade eben als so erfolgreicher Vielseitigkeit auch einen Einfluss einfach auf deine Reiterei gehabt haben. Das auf jeden Fall.
das mit Papa bringt mir kein Glück, das haben wir ja hinter uns, also das stimmt auch nicht mehr. Ich glaube, es ist eher so, dass wenn man ein eingespieltes Team ist, so wie meine Mutter und ich oder jetzt hat Hansi und ich, ist immer schwierig, wenn ein Dritter noch, sagen wir mal, zwischenrein quatscht. Und das hat er eine Zeit lang so ein bisschen gemacht. Und dann, ja, damit konnte ich schwer umgehen und deswegen wollte ich das dann eine Zeit lang nicht. Und ja, seitdem Hansi und ich das zusammen machen, halten sie sich beide da so aus dem Trainerischen ein bisschen raus und seitdem klappt es super. Die Vielseitigkeit braucht man dennoch ganz zweifelsohne einfach auch wirklich einen richtigen Schlag Mut, um das zu machen gegen feste Hindernisse. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen genetisch ist, dass du sagst, meine Güte, ich glaube zu diesem Part, den mein Vater hat, wirklich diesen Mut, den habe ich auch, aber den brauche ich im Endeffekt auch für die Springreiterei? Also Mut braucht man natürlich immer, das ist klar, aber ja, im Springreiten fällt dann doch mal die Stange, auch da kann was passieren, aber trotzdem hat mir das irgendwie immer ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das mit den Ponys über kleinere, feste Hindernisse, das fand ich super, aber es hat mich dann trotzdem zum Springsport gezogen. Hansi, wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern, wer da so diesen Hauptpart hatte in der Familie und wer war derjenige, der dich auf deiner reitsportlichen Karriere von den Eltern am deutlichsten unterstützt hat, auch gerade eben auf den Turnieren? Also bei mir hat es eigentlich beim Schulwechsel von der Grundschule aufs Gymnasium angefangen. Dort wurde eine Voltigier AG angeboten. Das war so meine erste Berührung eigentlich mit dem Großpferd und ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich bin mit der Gruppe auch mal auf ein Turnier gefahren, aber die Longführerin hat irgendwann gesagt, ja, mit dem Voltigieren, das ist nicht so gut mit ihm, vielleicht soll er es mal mit Reiten versuchen. Das haben wir dann auch gemacht und meine Eltern, die haben mich also beide gleich stark unterstützt und immer so gut es ging. Und wenn man dann so ein bisschen erwachsener wird, dann kommt so dieser Punkt der Pubertät. Ich kriege das bei mir zu Hause gerade mit. All diejenigen, die das kennen, das ist nicht immer leicht für die Eltern. Kannst du dich noch daran erinnern, als das bei dir auch war, als die Pubertät war, ob man, auch wenn man einfach anfängt, eben auch mal ein Kontra den Eltern zu geben, was man vielleicht sonst irgendwie als Kind so nicht getan hat? Wie seid ihr intrafamiliär mit dieser Situation umgegangen oder war die gar nicht so stark, die Situation? Also ich glaube, meine Eltern hatten es ganz leicht mit mir, weil ich war die liebste Tochter überhaupt. Nein, wirklich. Also ich war, wir hatten damit überhaupt keine Probleme. Ich hatte meine Schule und meine Pferde und also es gab wahrscheinlich eine Pubertät bei mir, aber die hat sich irgendwie nicht negativ ausgewirkt. Also nee, das muss ich sagen, betont meine Mutter auch immer, dass ich wirklich eine sehr liebe Tochter war und da nichts Schlimmes in der Zeit angerichtet habe. Und wie gesagt, ja, ich hatte meine Pferde und meine Schule und meine Familie und das hat mich anscheinend hat mir unheimlich viel Halt gegeben in der Zeit. Und das glauben wir auch, ganz bestimmt, der Mutter. Jetzt ist es so, dass wenn wir deine Generation hier in Bayern sehen, dann sind gerade in dieser Generation die bayerische Jugend sehr, sehr stark. Es ist natürlich als Weltmeisterin eine Simone Blum, die da hervorsticht, aber es gibt auch noch ein paar andere, die ebenfalls auch den Sprung gemacht haben und Sprung geschafft haben in den großen internationalen Sport. Hat man gerade zu der Zeit, wo ihr, du und auch eben deine Kollegen einfach groß geworden seid in dem Sport, gab es da eine besondere Förderung eben auch des Bayerischen Landesverbandes? Warum am Ende jetzt so viele da übrig geblieben sind, eben im großen Sport? Also wir hatten damals sicherlich eine Förderung durch den Herrn Hindelang, diese Bike Cup, also Bavarian Youngster Cup. Das war für uns schon eine tolle Sache, auf großen Turnieren oder auf schönen, größeren Turnieren Erfahrung zu sammeln. Wir waren damals, glaube ich, einfach ein tolles Team, eine tolle Gruppe, haben unheimlich viele Lehrgänge gemacht und haben uns da weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen das Problem der Jugend, dass das Wichtigste ist die Schleife am Pferd und eigentlich nicht die Ausbildung und die Fortbildung. Und das sehe ich immer wieder, auch wenn ich Lehrgänge gebe, dass zu wenig auf die Basis eigentlich geachtet wird. Und ich glaube, das hatten wir früher schon sehr viel. Also auch so mit Dietmar Gugler und
haben wir einfach, da mussten wir schon richtig ranklotzen damals. Also ihr musstet ranklotzen, hattet aber trotzdem, wie du sagst, einfach auch eine tolle Gemeinschaft. Also man freut sich ja, wenn man, glaube ich, auf seinen Lehrgang fährt, nicht nur alleine dann darauf, dass irgendwie man bei Dietmar Gugler irgendwie ranklotzen muss, sondern man freut sich auch auf gewisse Personen, die man wieder sieht. Ist es auch so ein bisschen Motivation eigentlich, dann auch diese Arbeit zu verrichten, weil eben zum Reitsport gehört einfach auch unglaublich viel Disziplin und dann braucht man auch eine passende Motivation dazu. Auf jeden Fall, ja. Wie war es bei dir, Hansi? Kannst du dich noch dran entsinnen? Du hast auch, wir waren zum Beispiel auch am gestrigen oder letztes Wochenende waren wir in Braunschweig. Da gibt es dieses HGW-Bundesnachwuchschampionat. Und es gibt viele Fördermöglichkeiten eben in Deutschland, unter denen du auch profitiert hast. Hast du das jetzt im Nachgang, dass du sagst, meine Güte, das ist einfach ideal, das deutsche Fördersystem? Das ist, also sucht sicherlich seinesgleichen und ich bin fest davon überzeugt, dass auch sicherlich einer der Reiter, die gestern vorne gestanden sind, auch in den nächsten Jahren im deutschen Springsport eine Rolle spielen werden. Ich habe da auch sehr viel gelernt damals und ich kann da auch heute noch von profitieren. Ich kann da sehr viel an meine eigenen Schüler mittlerweile weitergeben, was ich damals in diesen Zeiten in der Nachwuchsförderung erfahren habe und das ist einfach toll. Ein Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben, bei dir, Simone, du hast bei den großen Championaten schon frühzeitig mit dran teilgenommen. Du warst mit deinem Pony, warst du auf Europameisterschaft, du warst im Kader bei den jungen Reitern, um dort, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, oder das ist das höchste Niveau der jeweiligen Alterskategorie, muss man sich trotzdem motivieren. Gerade dann eben, weil mit der Pferdearbeit es eben einfach tägliche Arbeit ist und nicht irgendwie einfach nur dann, wenn man hinfährt. Wie hast du es hinbekommen, dich immer wieder zu motivieren, immer auf die Highlights einfach so zu motivieren? Und wie bist du mit dieser Situation dann umgegangen, wenn du mal gesagt hast, Mensch, eigentlich hätte ich keine Lust? Oder gab es die Situation nicht? Nee, ich glaube, die gab es echt selten. Also jeden Tag, wenn man eigentlich in den Stall kommt und einem die Pferde anwiehern, das ist so viel Motivation, sich da jeden Tag mit zu beschäftigen. Das hat eigentlich immer gereicht. Also die Liebe zu diesem Sport, zu dem Tier ist einfach so groß, dass ich da nie drüber nachgedacht habe. Natürlich zu Hause, wenn es mal extrem kalt ist oder mal krank ist. Aber das ist, glaube ich, wie in jedem Beruf auch so, dass man mal sagt, Mensch, jetzt ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Aber spätestens, wenn man dann Alice oder die anderen sieht, wie glücklich die Pferde sind und man weiterkommt, was erreicht, dann ist die Motivation gleich wieder da. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, die anfänglichen Bilder, die wir gezeigt haben, eben hier vom Gut Heichenhof, das ist, es ist nicht nur, dass hier diese ganzen Stallungen, die Pferde einfach wirklich ein tolles Zuhause haben, sondern es ist wirklich wie ein kleines Dorf, muss man sich das fast hier vorstellen, eben mit der Familie, mit der großen Familie, die hier halt einfach ist. Und man ist selten alleine. Man hat, glaube ich, immer, man hat trotzdem wirklich viel Zuspruch, das Ganze. Da kann man sich einfach auch nur wohlfühlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hier echt viele Leute und ich hatte meine Cousine Anna, die war genau im gleichen Alter wie ich und wir haben wirklich alles zusammen gemacht und obwohl wir echt auf dem Land hier eigentlich wohnen, hatten wir immer hier, war hier immer Action und also alleine ist man hier nie. Alleine ist man hier nie. Jetzt haben wir gerade deine Blumen nochmal hier unten in den Eimer gestellt. Ich hoffe, dass wir dann ganz kurz noch den Schwenk runter gemacht haben. Denn wenn unsere Zuschauer auch in die Gunst kommen möchten, diesen von euch schon signierten Eimer am Ende dann zu gewinnen, wir werden den nämlich noch auslosen und zwar unter all denjenigen, die fleißig Fragen stellen. Dass also nicht nur ich passend Fragen stellen an euch beiden darf, sondern das dürfen wie gewohnt unsere Zuschauer auch, wird mir dann gleich nachgereicht. Und dann darf ich also nicht nur meine mir notierten Fragen dann stellen, sondern auch die von außen. Wir gehen noch so ein bisschen in der Entwicklungsgeschichte, gehen wir noch so ein bisschen weiter. Die Motivation, sagtest du, war immer unglaublich groß. Und dann ist man irgendwann in dem Zeitpunkt, dass man sagt, Mensch, wie sieht das aus? Wie möchte ich in Zukunft mein Leben darstellen? Und gerade wenn man so erfolgreich ist wie du, dann fragt sich auch, schlage ich den Weg eines Profis ein, dass ich also wirklich mich mit den Pferden Tag ein, Tag aus beschäftige. Du hast dich erst einmal für eine andere Situation, du hast studiert, du hast Lehramt studiert und zwar zwei Fächer, das muss ich ganz ehrlich sagen, das waren für mich die schlechtesten Fächer damals in meiner Schulzeit, das war Chemie.
Wie war die Entscheidung, als du sie gefällt hast? Du gesagt, meine Güte, ich möchte neben dem Reiten auch noch ein bisschen was anderes machen. Ich möchte meinen Geist vielleicht auch noch ein bisschen mehr fördern. War die Situation, dass du gesagt hast, ich werde sowieso nicht ausüben, ich möchte reiten? Oder hast du dich schon auch damit auseinandergesetzt und gesagt, Mensch, auch das wäre eine, nicht nur eine Alternative, sondern ist auch ein Wunsch von mir? Also Reiten war für mich immer Hobby, auch neben der Schule. Und für mich war ganz klar, dass ich auch studieren wollte, habe eben Biologie und Chemie. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Es waren auch so meine Starfächer in der Schule. Deswegen habe ich das dann auch studiert und das hat mir auch Spaß gemacht. Das war eine nicht ganz einfache Zeit, die mit dem Reitsport zu kombinieren, weil wir viel Anwesenheitspflichten hatten und so. Aber alles in allem habe ich das, glaube ich, eigentlich gut hinbekommen. Und ja, eigentlich wollte ich dann, 2016 hatte ich den Master abgeschlossen und wollte mich dann eigentlich ein Jahr dann noch einmal ein bisschen der Reiterei widmen, um dann danach eigentlich in den Lehrberuf zu gehen. Und naja, dann ging die Karriere so steil bergauf, dass wir uns dann eben gemeinsam entschlossen haben, das eben dann zum Beruf zu machen. Ist es so eine Situation, dass du sagst, kannst du eigentlich auch denjenigen, Hansi hat es vorhin gesagt, Mensch, ihr seid jetzt auch in der Situation, dass ihr einfach auch viel selber lehrt, anderen jungen Personen das sagt, wäre das was, was ihr sagt, Mensch, das würde ich eigentlich einem jedem nur empfehlen, sich nicht zu früh alleinig auf die Reiterei zu konzentrieren, sondern, ich nenne das immer so ein bisschen, so einen Plan B auch noch zu haben, ist wichtig. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Das war auch eine tolle Zeit, auch das Studium. Und ich glaube, man nimmt da auch viel mit für die Zukunft. Und ja, einfach so ein bisschen in jungen Jahren so ein bisschen ausloten, was der Weg ist, wo der richtige Weg hinführt. Das ist, glaube ich, einfach für jeden jungen Menschen wichtig. Nicht nur Plan B, sondern eigentlich auch mal was anderes erfahren, mal was anderes kennenlernen, nicht nur das Studienleben erkennenlernen, sondern, glaube ich, auch seinen Kopf aufmachen, dass einfach auch was anderes dann reinpasst. Wie ist es dann damals gekommen, dass Hansi dein Trainer geworden ist? Das ist ja dann, jetzt sind wir ungefähr, du hast gesagt, Mensch, 2016, jetzt sind wir ja zeitlich auch schon in diesem Bereich. War das so, dass du auf der Suche warst und gesagt, meine Güte, mit Mama ist gut, aber ich will mal einen anderen Trainer? Oder war das eine Zufallsgeschichte? Hansi, kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Das hoffe ich. Erzähl es uns mal, wie kam es zustande? Also ursprünglich, also 2014 hat es angefangen, habe ich Simone, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut kannte, auf einem Turnier gesehen. Dort ist sie ein Pferd geritten, von dem ich total begeistert war und habe gedacht, Mensch, was für ein tolles Pferd und jetzt hat sie das. Und dann habe ich es später nochmal gesehen, nochmal genauso begeistert und ja, ein paar Wochen später hat Simone mich dann auf einem Turnier angesprochen, hat gesagt, dass sie mit dem Pferd Probleme hat. Ob ich ihr dabei helfen könnte und dann bin ich dann mal hier vorbeigekommen, habe das Pferd mal Probe geritten und das war so der Anfang der Zusammenarbeit und ich glaube, wenig später hat es dann auch mit dem Reitunterricht angefangen. Genau, und dann kam Alice. Dann kam schon Alice. Wie war das? Hansi war auch hier zu der Zeit oder ne, seitdem ja auch hier in Bayern auf Turnieren unterwegs. Für mich war Hansi eigentlich immer ein unglaublicher Ästhet. Dem konnte man bei seinen Runden einfach immer sehr, sehr gut zuschauen. Ging es dir auch so, als du seine Runden immer so gesehen hast? Was war eigentlich so ein Punkt, wo du gesagt hast, meine Güte, das ist etwas, da möchte ich gerne auch von profitieren, von seiner Reiterei? Also ich muss sagen, Hansi war ja eigentlich schon 2 Jahre in Bayern. Ich habe ihn zwar schon gesehen, aber wir sind immer an uns vorbeigelaufen, glaube ich. Also Hansi fand, glaube ich, immer, er fand mich gar nicht nett, weil ich hätte ihn nie gegrüßt. Daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern, weil ich bin eigentlich schon jemand, der jeden immer grüßt, aber anscheinend war nicht lieber auf den ersten Blick. Und ja, es war eigentlich, wo wir das Pferd her hatten, von der Familie Steindl. Die waren eben auch sehr befreundet mit Hansi und da hat er auch ein bisschen Pferde für geritten und der Hansi Steindl hat schon öfters mal zu uns gesagt, Mensch, der Hansi damals noch Goskowitz, der hat einfach so viel Gefühl für die Pferde und frag ihn doch mal. So kam das dann eben, dass ich ihn dann wegen dieser Stute gefragt habe. Und davor war Kalli Streng immer so einmal im Monat bei uns, weil das war dann schon, also mit meiner Mutter, das ging immer noch super, aber als wir dann auf deutschen Meisterschaften waren, kam sie sich total blöd vor, dass alle da super Trainer dabei hatten und wir aus Bayern halt da das alles alleine gemacht haben und da hat sie gemeint, also jetzt muss da schon mal jemand her, der,
der irgendwie ein bisschen was hermacht und der dir mal ordentlich den Parcours erklärt. Und genau, das war eben in der Zeit davor der Kalli Streng. Und auch Kalli hat dann irgendwann zu uns gesagt, Mensch, ihr bräuchtet mal jemanden, der so ein bisschen regelmäßiger kommen kann, und hat uns eigentlich auch ein bisschen den Hansi ans Herz gelegt. Und so, ja, kam dann alles so ein bisschen zusammen, und dann ist Mira eben geritten, diese Fuchsstute, und dann kam er auch ein- bis zweimal in der Woche eben zum Springen hierher. Was war für dich damals so ein Punkt, wo du gesagt hast, meine Güte, das finde ich das Interessante an der Reiterin, oder besser gesagt an der Reitweise von Simone? Was hat dich von Anfang an begeistert, beeindruckt von der Reitweise von Simone? Eigentlich mehrere Sachen. Also sie hat ja schon gesagt, sie war zu dem Zeitpunkt eigentlich Amateur. Aber es hat schon einen ziemlich professionellen Charakter gehabt. Das war alles sehr gut organisiert. Die Pferde sehr gut in Schuss. Das ganze Management war damals schon sehr gut. Und dann im Training, sie konnte halt, also wirklich das, was man ihr gesagt hat, das konnte sie unwahrscheinlich schnell umsetzen. Und sie hat auch sich darauf eingelassen, was ich ihr gesagt habe. Und ja, das war auch irgendwie sehr wichtig, und das hat auch was gebracht. Umgekehrt, was waren so Punkte, wo du gesagt hast, meine Güte, Hansi als Trainer, der konnte es in einer, es ist ja häufig so, viele Trainer sagen ungefähr dasselbe, aber eben einfach anders. Und manchmal muss man halt einfach es nur den Richtigen finden, der es einem so nahe bringt, dass man es am besten versteht. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, Mensch, er erklärt mir die Sachen einfach so, dass ich es sehr, sehr schnell und gut umsetzen kann und schnell verstehe? Das auf jeden Fall. Hansi hat auch, also er hat mich vor Aufgaben gestellt, die ich mir wahrscheinlich, wenn ich alleine zu Hause mir was aufgebaut hätte, nie aufgebaut hätte, weil da denkt man ja immer nur, man macht es eher ein bisschen leichter, weil man will nicht so wirklich in die Tiefe gehen. Und das hat Hansi von mir gefordert, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das gibt natürlich auch Motivation und gibt einem Selbstvertrauen, wenn man das dann gut macht. Und ja, das waren echt ganz viele Übungen. Da kann ich mich heute noch dran erinnern, dass das irgendwie was ganz Besonderes war, was ich davor jetzt halt nicht so. Also da sind wir wirklich nochmal ans Eingemachte gegangen. Und das war dann auch mal schwieriger, aber wenn es am Schluss dann geklappt hat, dann war man stolz auf sich. Und Hansi war derjenige, der Alice entdeckt hat. War das so, dass er gesagt hat, meine Güte, war das ein Zufall? Oder war das, oder war es schon, oder war es ein geplanter Zufall? Ja, ein bisschen schon. Also Alice war damals in der Obhut von einem langjährigen Bekannten von mir. Und der Reiter auch, und der hat dann gesagt, du, Mensch, wir haben ein ganz ordentliches Pferd hier, und ja, schick mal ein Video. Und dann kam ein Video, und dann kamen 10 Videos und 20 Videos, und irgendwie alle Videos waren sehr gut, die waren alle sehr gleichmäßig, und also da konnte man auf dem Video schon wirklich sagen, dass das Pferd eigentlich in 99% aller Fälle eine gute Runde gedreht hat. Und dann sind wir halt damals mit dieser Familie Steinitz, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, im Osten halt unterwegs gefahren und haben da dann angehalten. Und dann habe ich sie dann Probe geritten und habe wirklich schon von Anfang an gemerkt, dass dieses Pferd irgendwas Besonderes hat. Und ja, dann haben wir mit den Leuten gesprochen, dass sie mit dem Pferd hier runterkommen. Das haben sie dann auch gemacht, und wir haben dann 2 Tage Probe geritten. Ja, und seitdem hat sie den Hof nicht mehr verlassen. Hat Else den Hof nicht mehr verlassen. Wie war es, als er davon erzählte, Fuchsstuten. Normalerweise ist es ja einfach auch immer so ein Thema, Fuchsstuten haben, man hat sofort so ein ganz besonderes Bild. Legen die Ohren an, haben so einen besonderen Charakter, sind nicht immer ganz leicht, ganz im Gegenteil, können so ein bisschen ziegig sein. Als er gesagt hat, ich habe ein Pferd gesehen, wir haben ein Pferd ausprobiert, eine Fuchsstute, hast du gleich gesagt, oh ja, oder gesagt, bloß keine Fuchsstute? Also ich habe schon immer gern Fuchsstuten gehabt. Gut, Ismira war auch eine Fuchsstute. Da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen an ihr. Also das war die erste Fuchsstute, wo ich kapitulieren musste. Das hat aber Hansi dann auch ganz toll hinbekommen. Die ist leider dann 2016 verstorben, hat sich einen Fuß gebrochen. Das war für uns echt traurig, weil Hansi hat ganz viel aus dem Pferd gemacht. Und eigentlich gerade da, wo ich sie übernommen hatte und wir Freunde waren, ist das Pferd gestorben. Ja, aber trotzdem mit Alice war, du hast geschrieben, ich habe genau dein Pferd gefunden, Fuchsstute, zickig, richtig Blut und richtig was drin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das passt zu uns.
Und als sie dann runterkamen, als die Leute dann, die brachten sie hierher, dann ist es ja auch, es ist sehr, sehr häufig, dass man im Endeffekt, das ist wie mit Menschen auch, dass halt einfach so ein, es muss ein Funken überspringen. Es hat nicht nur alleine was mit Schönheit zu tun, sondern es ist einfach auch so ein Punkt, dass man sagt, Mensch, irgendwas hat sie. Was war es bei Alice, wo du gesagt hast, meine Güte, die hat was, was mich einfach in den Bann zieht? Also ich finde, als sie da abgeladen wurde und ganz groß da mir tief in die Augen geschaut hat, da war es eigentlich schon passiert. Ja, ihr Blick, ihre Augen, sie ist vielleicht kein wunderschönes Pferd, aber sie ist der schönste Typ für mich irgendwie. Und ja, als sie da in der Box stand, das war ja einfach ein Traum. Und ja, der Sprung, der hat dieses Vermögen von dem Pferd, das hat sie schon beim Ausprobieren gehabt, das hat uns dann noch weiterhin überzeugt. Wir haben ein bisschen bei uns im Archiv geblättert und haben gesagt, meine Güte, wir müssen jetzt mal so diese erste Runde sehen von Alice. Und dann sind wir auf das Turnier in München, Pferd International gekommen. Und das ist der erste Auftritt. Es wird nicht der erste Auftritt von euch gewesen sein, aber es ist eben der erste Auftritt, den wir eben bei Klipmanhorse haben. In der Youngster Tour ist es gewesen. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, das sieht man in den Bildern einfach auch. Das ist ein Energiebündel einfach, glaube ich, par excellence. Und wie habt ihr es eigentlich geschafft? Ich meine, Hansi hat gesagt, meine Güte, sie ist so ein bisschen zickig, aber wie habt ihr geschafft, dass ihr diese Energie, die dieses Pferd habt, einfach kanalisiert oder besser gesagt, dass man das einfach kontrolliert bekommt? Wie habt ihr an ihr gearbeitet? Zickig ist eigentlich der falsche Ausdruck, oder? Sie ist eigentlich nicht zickig. Sie würde nie so wirklich gegen Schenkel gehen, oder sie ist jetzt nie stutig. Nee. Mhm. Sie ist nur bei Fremden ist sie ein kleines Biest. Also ist aber trotzdem, sie hat ja diesen enormen Go, diesen enormen Willen. Das ist natürlich auch dieser Wille, der ihr natürlich einfach auch am Ende dann viel ermöglicht. Aber es war am Anfang bestimmt nicht immer nur leicht, dass man mit dieser Willenskraft, die sie so hat, einfach dann auch klarkommt. Was waren die Schwierigkeiten am Anfang, wo du sagst, Mensch, da mussten wir am meisten dran arbeiten, Hansi? Also gerade, wie man es eigentlich schon gesehen hat, die Kombination eigentlich am Anfang. Sie springt ja da unwahrscheinlich weit rein und es wird dann sehr eng am Aussprung. Das hat sich auch noch bis Mitte neunjährig eigentlich auch noch so. Dann in den 1,50 Meter Prüfungen ist ihr das auch noch häufig passiert. Sie hat aber unwahrscheinlich daraus gelernt. Und heute geht sie dann mit diesen kniffligen Kombinationen dann umso besser damit um. Also sie hat natürlich auch mal einen Fehler gemacht, aber sie hat einfach daraus gelernt. Und diese Prüfung da Jungpferde, Cup in München und so, das hat sie einfach gebraucht. Und ja, das war eigentlich so ein Großteil. Und dann zu Hause natürlich, sie hat viel Auslauf. Also sie kommen mehrfach am Tag raus und grasen und reiten und also ist sie, das braucht sie viel Input? Ja. Ist sie so eine, es gibt ja wirklich eine Leute, also wenn man sich vorstellt, dass einige Leute ihr Pferd zum größten Teil wirklich nur in der Box halten, kann man sich fast heutzutage schon nicht mehr vorstellen. Weil die meisten, die intensiv sich mit Pferden befassen, die versuchen ihrem Pferd einfach auch geistige Möglichkeiten zu bieten. Braucht sie das besonders? Ja, sie braucht ganz viel Bewegung, also Führanlage, Koppel, Paddock, ausreiten, das liebt sie, reiten und da wirklich auch viel, viel Galopp. Also sie muss erstmal ihre Energie loswerden, dann kannst du eigentlich erst anfangen, sie zu arbeiten. Also es wird jetzt im Alter ein bisschen besser, aber früher, also da war ich war schon immer fertig und ja, sie muss das auch erst lernen, sie hat ja... Also sie war immer sehr impulsiv oder sie hat schon gemerkt, jetzt geht es ans Springen, dann wurde sie dann noch feuriger und jetzt mittlerweile teilweise reiten wir sie schon in der Früh ein bisschen und springen sie dann am Mittag oder am frühen Nachmittag, dass sie halt schon so ein bisschen ausgepowert ist und die Arbeit einfach leichter ist. Dadurch hat man natürlich auch die Situation, dann wird so eine Kondition ja immer mehr. Man baut natürlich auch immer noch mehr Kondition auf. Das heißt, diese Energie hat noch mehr Möglichkeit, sich im Endeffekt dann auch zu ändern. Also das ist ja dann nicht immer nur so ein Kreis, der so im Positiven ist. Hat sie so eine unglaubliche Kondition auch dadurch dann bekommen? Ich glaube, das hatte sie schon immer. Also sie ist nie müde zu kriegen, nie. Das ist, also so ein Pferd hatten wir auch noch nie, die könnte, glaube ich, immer laufen. Wann war so dann dieser Zeitpunkt, dass man so denkt,
Das Springen ist bombastisch, das merkte man von Anfang an. Und gerade da, weil du hattest schon auch da eben auch bei den Senioren dein erstes Championat dann auch schon geritten und gesagt, Mensch, eigentlich ist das so ein Pferd, das ist prädestiniert für ein Championat mit seinen Möglichkeiten. Wann kannst du dich so da an die Momente das erste Mal so erinnern, als dir das so durch den Kopf ging oder ihr vielleicht auch gemeinsam darüber gesprochen habt? Eigentlich mit dem Neunjährig, oder? Ja. Oder nach dem deutschen Meistertitel der Damen, oder? Ja, in dem Jahr ist ja noch relativ wenig passiert. Ja, stimmt, ja. Da sind wir noch wenig international losgefahren. Es war dann eigentlich eher vor der deutschen Meisterschaft der Herren, also da waren wir in San Giovanni. 2017. Anfang 2017. Da war sie auch unwahrscheinlich gut drauf, hat glaube ich einen großen Preis gewonnen und mal Zweiter in einem anderen großen Preis. Und dann habe ich irgendwie so aus Spaß gesagt, Mensch, mir ist das alles zu blöd hier, dieses Jahr reitest du in Aachen. Und da hat sie gesagt, nee, da komme ich nie im Leben hin, wie soll denn das gehen? Da habe ich gesagt, ja, du reitest einfach Meisterschaft der Herren. Mhm. Ja, und... Jetzt drehen wir aber trotzdem das Rad ein bisschen zurück, weil jetzt sind wir nämlich nochmal in 2016 und da haben wir nämlich jetzt auch noch ein paar Bilder und das ist Balve, aber das ist... Championat. Das ist 2016. Ja, aber es ist großer Preis, oder? Nee, Meisterschaft. Ah, nee, Meisterschaft. Ach, sorry. Das ist Meisterschaft, ja, genau. Auf gerade deutsche Meisterschaften werden wir auch gleich nochmal ein bisschen intensiver nochmal eingehen. Aber die ersten Fragen sind mir schon zugesteckt worden, aber trotzdem, was ich noch interessiere, kannst du dich daran erinnern, als das erste Mal dann Otto kam und dann gesagt hat, meine Güte, was ist das, was hast du für ein Pferd, was ist ideal, an dem Moment, wo er das erste Mal auf dich zukam und dich ansprach? Es war in Mannheim. Also deswegen, für uns war eben der deutsche Meistertitel der Damen 2016 ja. Und dann ist eigentlich ja in dem Jahr echt ganz wenig passiert. Also ich wollte Münster reiten und durfte ich dann nicht, hat Otto am Schluss noch die Startgenehmigung zurückgenommen. Da war ich eigentlich schon das erste Mal verärgert. Dann durfte ich Munich Indoors, durfte ich eigentlich nicht reiten. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn hier eigentlich los? Also ich darf gar nichts reiten und... dann waren wir ganz stolz, dass wir eben eine Startgenehmigung für Mannheim bekommen haben. Mhm. Also das war so die erste Startgenehmigung vom Otto eigentlich. Und ja, dann war ich glaube, Fünfter im Championat und Vierter im großen Preis, kann es so sein? Mhm, ja. Sowas, ja. Und dann stand er neben mir, ja, also die springt ja sensationell. Habe ich mir gedacht, ja, die hast du letztes Jahr in Balve auch schon gesehen, Otto. Und dann kam im Endeffekt 2017 kam dann auch schon die Kaderberufung. Ne? Ja, das ging dann unglaublich schnell. So, jetzt wollen wir erst auch mal auf die Fragen von unseren Zuschauern eingehen. Welches Pferd reitest du morgens als erstes? Ist es gleich Alice? Ja, ist eigentlich immer Alice. In der Regel schon, ja. Also sie muss davor immer Maschine gegangen sein. Also sie ist immer in der Maschine, dass sie schon warm ist und dann wird sie echt gesattelt und dann Ist sie die erste dran? Ist es ein Ritual, dass man sagt, meine Güte, verlangt sie auch so ein bisschen? Oder ist es einfach eher ein Zufall gewesen? Dadurch, dass sie oft ja am Nachmittag dann auch nochmal geritten wird, machen wir es eigentlich so, dass sie halt gleich in der Früh auch schon dran ist. So, macht die Ausgleichssport? Guck mal, nicht nur Simone, sondern ne, da haben die Zuschauer auch gleich gesehen, meine Güte, der Hansi, der sieht so gottverdammt schlank aus, im Gegensatz zu mir, ich hoffe, ihr vertuscht das bei mir auch mal ein bisschen, dass es nicht nur alleine an der Reiterei liegen kann, sondern das liegt auch daran, dass ihr noch was anderes an Sport atmet. Also wir gehen gern joggen, aber also für mich ist ganz schlecht, wenn ich mit dem Hansi zusammen joggen gehen muss, weil der macht mich fertig. dann bin ich danach eher platt als alles andere. Fitnessstudio. Würden wir gerne, wenn es zeitlich. Ja. Ich war manchmal mit meinen Mädels bis beim Yoga. Und Yoga hört sich ja immer so an. Und das war so unglaublich anstrengend. Und das war echt gut. Das würde ich eigentlich auch gerne wieder machen. Aber es ist zeitlich ist echt schwierig, ja, gerade. Und Hansi, du läufst viel? Ja, manchmal brauche ich das. Also
gerade wenn so schönes Wetter ist und dann Kopfhörer drauf und gute Musik und dann geht es. Morgens oder gerade auch wenn man im Turnier ist ja immer auch so ein bisschen so eine andere Situation, die man dann einfach hat, dass man dann morgens schon gleich sagt, meine Güte, ich muss, um in Gang zu kommen, schon einmal ein bisschen laufen oder eher bist eher so der Nachmittagsläufer? Eher der Abendläufer. Der Abendläufer. Ja. Genau. Das ist ja auch, wenn du hier bist, hast du ja auch einige Pferde, die ja auch gerade, ob junge Pferde etc. dann da sind, hat man dann immer noch ein bisschen oder es ist eine andere Belastung oder eine andere Auslastung. Ja. Also ich kann auch manchmal 10 Pferde reiten und ich habe trotzdem noch das Bedürfnis oder denke, ich bin körperlich nicht ausgelastet. Aber es hat immer nicht nur was Körperliches, es ist auch gut für den Kopf, mal alleine sein, frische Luft und einfach mal sich auspowern und danach ist alles wieder gleich besser. Jetzt wird hier noch die Frage gestellt, Morgenroutine. Eigentlich haben wir sie schon so ein bisschen bekommen. Also Alice geht gleich erstmal morgens in die Führmaschine und wenn sie dann fertig ist, dann wird sie halt geritten. Und wie sieht dann so die Morgenroutine noch aus? Großteil der Pferde werden morgens bewegt. Genau, also wir probieren, also alle Pferde gehen am Vormittag erstmal in die Maschine oder auf die Koppel. Also sie waren alle dann schon mal draußen und werden dann alle am Vormittag eigentlich so bis 13 Uhr eigentlich, haben wir alle noch einmal dann geritten oder longiert oder was sie halt an dem Tag auf dem Trainingsplan haben. Genau, das ist so unser Vormittag. Jetzt steigen wir wieder da ein, wo wir es vorhin einfach für ein bisschen verlassen haben. Vorhin die Situation, wo wir gesagt haben, meine Güte, das hättet ihr doch auch schon im Walve sehen können. Die Situation mit Otto. Und jetzt sind wir nochmal bei den Europameisterschaften. Jetzt ist es immer ein bisschen undankbar, ne? Dieser Platz, den man da, wenn man mitfährt im Endeffekt und eben nicht ist, das war in Tryon im Endeffekt auch so, das war mit Hansi dann auch so, aber hattest du dann gesagt, okay, und jetzt mache ich aber in den Rahmenprüfung, will ich es denen aber richtig zeigen, weil dann die Runden dort waren einfach auch, das war auch unglaublich. Hattest du so einen besonderen Ehrgeiz und eine besondere Motivation da an dem Wochenende? Ja, wahrscheinlich. Also wir waren total glücklich, dass wir überhaupt da mitgekommen sind, auch wenn es nur die Reserve war. Ich glaube, dass das in dem Jahr für uns auch genau der richtige Platz war. Wir konnten uns das einmal alles so ein bisschen anschauen und es ist halt, von außen sieht es immer alles ganz leicht aus, aber wie wir schon gesagt haben, Alice hat richtig Feuer im Hintern. Das ist alles nicht so leicht zu managen und wenn dann meine Nervosität auch noch dazu kommt, dann wird es alles so ein bisschen schwieriger. Deswegen war Göteborg einfach toll, das alles mal anschauen zu dürfen, ohne den extremen Druck zu haben. Und dadurch, dass ich da einfach ganz unbeschwert reiten konnte, lief das da wie am Schnürchen. Lief das da wie am Schnürchen? Nächsten Filmbeitrag, den wir jetzt noch haben, das ist jetzt Aachen. Und das ist Aachen 2017. Das ist Preis von Nordrhein-Westfalen. Und ab wann war so der Punkt, ich meine jetzt, ne, Hansi hatte dann mit seiner Prognose recht und gesagt, meine Güte, du reitest Aachen nächstes Jahr. Ab wann kam dann der Punkt, dass man dann gesagt hat, Aachen, wir wollen nach Tryon. Gab es dann schon irgendwie, bevor irgendwie was ist, dass man dann irgendwie, wenn man kennt das, man sitzt gemeinsam im LKW, hat lange Strecken und gesagt, jetzt sind wir so weit, eigentlich wollen wir dahin. Wann ist das so gereift und wann habt ihr euch darüber auch verbal damit auseinandergesetzt? Also ich mache eigentlich so Weihnachten herum immer den Jahresplan. Das ist dann so dieser klassische große Wandkalender. Und das erste Turnier, was ich für 2018 eingetragen hatte, war in der Tat Tryon. Ja. Wir haben das irgendwie gerochen, dass das irgendwie möglich ist und wir haben ab dem Tag dann auch irgendwie versucht, alles möglich zu machen, dass es in diese Richtung auch geht. Wenn man die Chance hat, dann muss man ja auch wirklich, das sind ja keine Zufälle, sondern da muss es im Endeffekt, sind diese kleinen, feinen Puzzlestücke, die alle passen müssen, und um das dann zu machen. Ist Hansi da auch eine große Bereicherung, dass er dir gerade auch in diesem Management-Sachen, in diesen Planungssachen, dir auch sehr behilflich dabei sein kann? Ja, auf jeden Fall, total. Also wir sprechen das auch immer miteinander ab und Hansi hat auch einfach immer gute Vorschläge und es funktioniert dann eigentlich auch immer. Und
ich kann mich da 100% drauf verlassen und er gibt mir auch das, das Vertrauen einfach, dass wir das schaffen können. Das ist auch so. Und also ich muss sagen, so 2017, wo wir dann eben auch mal so ein bisschen Aachen und Göteborg mit dem Team, das war für mich, sind für mich immer noch die schönsten Turniere einfach. Wenn ich jetzt halt so jetzt meine Winterpause, das vermisse ich wirklich. Also Otto, Jan Hein, Laura, die ganze Teamkollegen, Markus, das waren so tolle Turniere. Und nach Göteborg, das war so ein toller Teamzusammenhalt, da haben wir auch gedacht, das 2018 brauchen wir das öfters. 2018 war dann auch noch die Situation, dass es, dass eben Aachen, glaube ich, das nochmal getoppt hat. Ich glaube, wenn man all diejenigen, die mal in Aachen waren, das mitbekommen haben, wie das ist, dieser Nationenpreis, diese Stimmung, die dort herrscht, ist mit wirklich selbst mit den Championaten, ist mit nichts zu, es ist was Besonderes. Wie hast du das damals oder wie hast du es damals? Wie hast du es miterlebt und wie bist du auch damit umgegangen mit dieser Situation? Weil das ist nicht ganz leicht, das ist ein enormer Druck, der vor heimischem Publikum da auf den eigenen Schultern hängt. Ja, das war auf jeden Fall so. Also das war wirklich was ganz Besonderes und wenn du in dieses Stadion reinreitest und weiß nicht, 40.000 Leute anfangen zu klatschen, und du denkst dir nur so, oh, klatscht nicht so viel, weil Alice hört alles. Dann wird man da schon kurzzeitig mal ein bisschen nervöser. Und ja, aber ich muss immer sagen, wirklich diese ganzen Teamprüfungen, wir hatten einfach so einen tollen Zusammenhalt. Das hat einfach Spaß gemacht. Und ja, meine Nervosität war natürlich da, aber ich kann sie in den Momenten dann eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben. Muss ich auch, weil sonst funktioniert es mit Alice nicht. Gibt es da Mechanismen, dass du sagst, meine Güte, gerade dann, wenn es eine besondere Nervosität ist oder wenn die Nervosität einfach stärker wird, hast du Ventile oder andere Möglichkeiten, gerade eben vor einer Prüfung, nicht nur dann, wenn man reinreitet, sondern wenn die Nervosität halt irgendwie anderthalb, zwei Stunden vorher dann da ist, dass du dann besondere Rituale oder Ähnliches machst, um mit dieser Nervosität umzugehen? Ich habe Hansi an meiner Seite. Das ist das Beste eigentlich, was mir passieren kann, weil ja, nur durch seine Anwesenheit eigentlich geht mein Puls schon wieder ein bisschen runter und ja, wir sprechen dann auch einfach viel darüber und es passieren immer mal, zum Beispiel in Aachen, glaube ich, kann ich mich daran erinnern, sollte ich einen Steigsprung, glaube ich, noch von der anderen Seite kommen und war dann Schatten davor und die Leute, es standen ziemlich viele Leute am Sprung und Alice wollte da nicht mehr hin. Und ich musste eigentlich schon rein. Das ist natürlich, da ist man dann kurzzeitig echt schon, ich so, oh, was ist jetzt los? Hab noch einmal einen kleinen Sprung gemacht und das ist halt, da kann ich mich aber 100% auf Alice verlassen. Wenn wir im Parcours sind, dann gibt sie 100%. Egal, was davor am Abreiteplatz war, dann will sie da null gehen. Und das war echt toll da in Aachen letztes Jahr. Dann wird auch Hansi auch ein bisschen nervös. Also wenn kurz bevor ihr reingeht, dann auf einmal so eine Situation ist. Wie ist das? Du darfst nicht nervös sein, weil du genau weißt, weil meine Güte, das kriegt Simone mit und so weiter, sondern du bist derjenige, der natürlich auch Ruhe ausstrahlt. Trotzdem bist du auch nervös. Wie gehst du dann, gerade dann, wenn man von unten ist, dann ist es eine andere Nervosität, aber die ist dann trotzdem da. Wie gehst du damit um? Unterdrückst du die einfach oder ist sie gar nicht da? Also wir versuchen eigentlich die Abläufe, also schon vom Satteln, Aufsteigen, warm machen, abspringen, das immer gleich zu halten, dass man halt das Gefühl der Routine hat oder dieser Gleichmäßigkeit und das gibt schon, glaube ich, auch immer Sicherheit und natürlich darf ich mir das nicht anmerken lassen, dass vielleicht irgendwas nicht so gut funktioniert oder ich total nervös bin. Sonntags in Tryon, das war Horror für mich. Ja, aber generell, wenn sie durch die Startlinie geritten ist, dann ist es eigentlich auch besser. Dann fiebert man natürlich mit, aber eigentlich so kurz vorher beim Reinreiten, das ist eigentlich so der Moment, in dem ich am nervösesten bin. Und jetzt wollen wir so ein bisschen, dann war der Moment, dann ging es nach Tryon. Und lief es wie ein Märchen ab oder war das so, dass man, für uns als Zuschauer war es manchmal einfach gar nicht realistisch, sondern es war manchmal, für uns als Zuschauer, das ist noch was ganz anderes als für euch,
Brauchtet ihr dann eine Zeit, um nachher das erst zu verstehen? Oder wie war das währenddessen, während der Situation, von Runde zu Runde? Und dieses Steigern von Runde zu Runde am Ende immer noch, das ist im... wie empfindet ihr das und wie seid ihr mit der Situation dann umgegangen? Also für uns war Vortrain auch ziemlich aufregend, weil wir hatten, Alice ist auch noch nie geflogen und es war so viel Bürokratie und Kram und Probleme mit Amtstierarzt und dies und jenes, also dass wir gar nicht so viel Zeit hatten, eigentlich irgendwie drüber nachzudenken und in Trine dann eigentlich auch mit dem Hurricane, was jetzt dann auch gar nicht alles so schlimm war und mit der Quarantäne und Alice, also normalerweise geht es nie gut, wenn die zwei Tage nicht draußen ist, aber irgendwie dadurch war es so heiß auch in der Quarantäne und irgendwie der Wetterwechsel und sie war einfach von Anfang an auch da glücklich und es ist von Tag zu Tag, wir sind da irgendwie in so einen Flow reingekommen, gell? Das hat jede Runde hat mir mehr Vertrauen gegeben und sie wurde auch immer ruhiger am Abreiteplatz, das hat einfach super funktioniert und eine Anekdote zu Sonntag, weil er sich nicht anmerken lässt. Also Alice bekommt ja immer ihre Mangos und die hatten wir im Hotelzimmer im Kühlschrank. Mhm. Und am Sonntag hat Hansi sie vergessen. Weil Hansi lässt Alice immer davor einmal an der Mango riechen, bevor es Richtung Parcours oder zum Abreiten geht. Und dann, ja, wo ist denn die Mango? Oh, die habe ich vergessen. Und ja, das haben sie alles irgendwie hinter meinem Rücken organisiert, dass wirklich die Uli und der Stefan, glaube ich, wirklich, das ist jetzt in Trine nicht einen Kilometer entfernt, sondern es ist in Amerika ziemlich weit entfernt, so einen Walmart zu finden. Und da haben sie dann Mangos gekauft und sie kamen, glaube ich, gerade an, als Alice mit der, so ungefähr mit der Goldmedaille aus dem Parcours kam. Ich habe dann Alice also nach der ersten Runde mit Bananen und Äpfeln irgendwie begnügen müssen und habe ihr gesagt, bitte, bitte, du kriegst gleich deine Mangos. Wird man ein bisschen abergläubisch? Wird man dann in dem Moment, dass man sagt, meine Güte, man will sich an irgendwas Handel halten, man will irgendwie einfach sagen, das hat da geklappt, das muss jetzt im Endeffekt jetzt auch, muss im Endeffekt dann auch klar. Gibt es noch so mehr so Sachen, wo eher so ein kleiner Aberglaube, sondern ein bisschen skurril ist? Ich muss mich hochschmeißen. Ja. Ach, okay. Also anders aufsteigen geht nicht. Nee, Hansi muss das machen. Und wie ist das, der Druck muss immens sein. Oder der Druck war immens, das ist einfach so. Hast du das gemerkt oder hast du gesagt, meine Güte, als ich dann endlich da war oder was auch immer, dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist unglaublich stark. Oder wie bist du mit diesem Druck am Ende dann einfach noch umgegangen? Ja, der Druck war halt einfach da. Den konnte man auch nicht wegzaubern. Also so zwischen erster und zweiter Runde fand ich ein bisschen unangenehm, dass da Securities dauernd bei Alice standen, die sie halt überhaupt nicht mehr aus dem Auge gelassen haben. Und ich dauernd so, ist irgendwas falsch oder machen wir irgendwas falsch? Dann bin ich irgendwann mal rausgegangen aus dem Stall und habe mich da so ein bisschen zurückgezogen. Und ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Also ich habe da auch nicht so viel nachgedacht. Ich glaube, das war auch das Richtige, dass ich da einfach irgendwie unbeholfen da an die Sache drangegangen bin. Und einfach, ich wusste, dass das Pferd unglaublich toll springt und dass die Stute alles möglich machen will. Und deswegen hatte sie sich diese Goldmedaille auch wirklich super verdient. Manchmal ist das Unbedarfte, wenn man sich nicht zu viel Gedanken macht, einfach da auch wirklich eher ja, was Befreiendes. Wie war das bei dir, Hansi? Das ist schon eben, wir haben die Bilder sehr, sehr gut noch vor Augen. Ich glaube, wir haben auch noch einen sehr, sehr schönen Einspieler aus Trine. Also der Druck war ja von Anfang an sehr groß, da Simone immer als erste deutsche Starterin in die Prüfung gegangen ist. Klar, das Selbstvertrauen, das wurde von Runde zu Runde immer besser oder immer größer. Ich hatte dann allerdings im Mannschaftsspringen gehofft, dass sie so als Drittletzte vielleicht am Sonntag in den Parcours geht, um nicht als Letzte reiten zu müssen. Das ist leider oder Gott sei Dank nicht aufgegangen. Ja, und wie gesagt, also zwischen Runde 1 und 2 am Sonntag, ja, da ging es mir ziemlich schlecht. Also ich habe dann natürlich auch überlegt, was passiert, wenn man jetzt scheitert oder was kann man noch machen oder was ist jetzt das Beste, was man macht. Und ja, Simone hat sich, glaube ich, ein bisschen mit den sozialen Netzwerken beschäftigt, hat sich zurückgezogen. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen und wir sind dann einfach konzentriert die Parcours abgegangen. Wir sind die, ich glaube, 2, 3, 4 Mal abgegangen. Wir haben jede Situation mit Otto und Heiner durchgesprochen, wie viele Galoppsprünge hier und da. Und ich glaube, am Ende war das eigentlich
klar, wie es gemacht werden muss, und es hat funktioniert. Du hast gerade gesagt, meine Güte, man überlegt doch mal, was Sachen zu verändern. Die Gefahr ist ja dann, wenn man dann einfach sagt, meine Güte, ich glaube, jetzt müssen wir das noch machen, dass wenn man mit Veränderungen, mit neuen Veränderungen vielleicht auch Sachen aus dem Lot bringen kann. Ja. Ist es dann auch gut, wenn man eben auch so Leute wie Otto oder wer auch immer dabei hat, die einfach mehr Routine haben oder die Routine an sich haben, die dann solche Sachen dann auch einfach negieren und sagt, meine Güte, wir bleiben bei dem Schema wie bisher. Und das Schema funktioniert? Ja, also Otto und Heiner, die haben ja sowohl als Reiter als auch jetzt als Trainer unwahrscheinlich viel Erfahrung. Und da kann Simone absolut von profitieren. Also die kennen jede Situation, wie sich das im Parcours verhält. Und das sind einfach ganz wertvolle Tipps. So, dann war es passiert. Musste man zwischendurch immer noch mal reinbeißen und sagen, meine Güte, so ähnlich so wie Kneifen, es ist tatsächlich wahr? Ja, das haben mich auch schon viele gefragt, aber über dem letzten Sprung oder danach, das realisiert man schon. Man denkt sich, wie hat man das geschafft, aber dass es jetzt wirklich Wirklichkeit ist, das wusste man schon. Und ja, das war unglaublich einfach. Das ein bisschen schwierig danach noch, weil man ja dann also runter muss vom Pferd, nee, dann erstmal Siegerehrung, dann zum Doping und dies und jenes. Also das ist dann noch so, da wird man so hin und her gerissen, bis ich dann wirklich mal im Stall war und mal Alice Dankeschön sagen konnte. Das hat echt so seine Zeit gebraucht und deswegen, da ist man ja in so einem Wahn noch drin, aber spätestens, als wir dann alle zusammen waren und da angestoßen haben und gefeiert haben, hat man das dann schon realisiert. Hat sich das Leben danach ein bisschen verändert? Total. Also es war extrem stressig und jeder will halt was von einem und ich habe es auch versucht, irgendwie jedem recht zu machen, aber es funktioniert halt nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden und ja, es war schwierig danach wieder in so eine Normalität zurückzukehren, auch vom Reiten her. Also kam ja dann auch gleich der Sturz in Verona. Ich bin halt zwischen Tryon und Verona vielleicht dreimal auf Alice gesessen oder viermal. Mhm. Und das ist halt einfach zu wenig. Also es war einfach auch die Verbindung nicht so da. Und ja, dann hat es uns da gleich mal erstmal richtig geschmissen. Und auch die Turniere danach war einfach schwierig, so in die Normalität zurückzukehren. Und deswegen hat mir die Pause jetzt gut getan. Wir haben vorhin eine Sache noch eigentlich so ein bisschen übersprungen. Muss ich trotzdem einmal, wir haben immer über Alice gesprochen. Aber eigentlich ist ja derjenige, der so ein bisschen den Weg dorthin geebnet hat, war Flying Boy. Weil war derjenige, da Deutsche Meisterschaft, da gab es die Medaille auch schon mal. Das heißt, so den Einstieg in das Ganze hat nicht Alice, sondern Flying Boy gemacht. Wird dem eigentlich ein bisschen fast zu wenig Anerkennung zuteil manchmal? Oder kriegt er die doch schon? Es gab noch andere Pferde, ob Cassandro, Sam, Flying Boy, Cash. Ja. Das sind eigentlich so die vier Pferde, die mich so ein bisschen in den größeren Sport geführt haben. Und denen habe ich auch unheimlich viel zu verdanken. Die haben mich dahin gebracht. Ja, es hat die unglaubliche Qualität von Alice hat es halt dann nochmal weitergeführt. Aber dadurch, dass Alice halt gerade noch so mitten im Geschehen ist, redet man natürlich nur von Alice. Aber wir haben auch noch viele andere tolle Pferde im Stall und Rentner. Jetzt wollen wir nicht über die Rentner, sondern wir wollen auch so ein bisschen über die andere Generation reden. Hansi, du hast dich gerade auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel auch mit den jungen Pferden beschäftigt. Ganz wichtig, müssen auch herangeführt werden, damit man auch in Zukunft einfach auch fürs Championat oder für zukünftige Championate gewappnet sind. Ist es was, was du brillant einfach machst, junge Pferde auch in den gehobenen Sport zu bringen? Ist es aber trotzdem so ein Punkt, dass du denkst, meine Güte, ich würde auch gerne eigentlich mal wieder nicht nur das Simone im Rampenlicht, sondern dass ich auch ein Championat reite? Oder sagst du, Mensch, gerade die Ausbildung von jungen Pferden macht mir fast genauso viel Freude wie vielleicht auch im Championatsgedanken? Also Championatsgedanken, das weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich ganz schwer. Da braucht man ein ganz besonderes Pferd für, wie zum Beispiel eine Alice.
Es ist aber auf der anderen Seite sehr schwer, einen Reiter beritten zu machen, und es ist, glaube ich, noch schwerer, dann zwei Reiter beritten zu machen. Deswegen ist unser Konzept eigentlich, dass ich mich mit den jüngeren Pferden beschäftige, um sie an den Sport heranzuführen. Ich habe auch die Siebenjährigen schon dann teilweise international geritten, den Cool Hill zum Beispiel, den Simone jetzt reitet, auch schon über 5 Sterne, den habe ich halt 2 Jahre geritten. Und das ist eigentlich so unser Grundkonzept. Wir haben so die ersten 3-Jährigen jetzt schon wieder kurz zum Anreiten gebracht, mal so 8 Wochen, und dann gehen die wieder auf die Koppel. Und so zieht sich das halt bei uns im Moment so Jahrgang für Jahrgang durch. Das sieht eigentlich ganz gut aus, und für mich ist das auch unwahrscheinlich schön und befriedigend, wenn ich so ein Pferd mal 2-3 Jahre geritten habe und Simone übernimmt das und kann das erfolgreich weiterreiten. Das ist unwahrscheinlich schön. Nichtsdestotrotz bin ich auch mal froh, wenn da ein Pferd bei ist, dass Simone nicht ganz so gut liegt, dass ich vielleicht mal weiterreiten kann. Ich habe jetzt auch seit 4 Tagen ein neues Pferd. Vielen Dank an den Gönner mal von dieser Seite. Und ja, ich möchte natürlich auch ein bisschen weiterreiten, aber unser Grundkonzept, das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Trotzdem stehst du auch im Rampenlicht, und nicht nur sportlich im Rampenlicht, sondern du hast eigentlich auch eine weitere tolle Möglichkeit des Ausgleichs gefunden. Über eine Sache haben wir schon gesprochen, das ist das Laufen. Eine andere Sache ist total interessant, und zwar das ist die Musik. Und bevor du über die redest, auch darüber haben wir einen ganz, ganz kleinen Einspieler, und den wollen wir jetzt noch mal ganz kurz auch noch mal so ein bisschen haben. Du spielst Gitarre in einer Band, einer Rockband, und habt ihr auch Auftritte, gerade in der letzten Zeit Auftritt. Wie ist das dazu gekommen? Hast du immer Musik gemacht, schon immer Gitarre gespielt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe damals mal als Kind mit Klavier angefangen. Das wurde mir geschenkt. Mir hat das nicht so viel Spaß gemacht, und ich habe auch nicht geübt, und dann wurde das dann abgebrochen. Aber ich habe immer unwahrscheinlich gerne Musik gehört, vor allen Dingen Rockmusik. Und ja, auf den langen LKW-Fahrten und so, dann bei Kilometer 600 hat man dann immer so mal von einem Auftritt auf der Bühne das Ganze zu rocken und vor Leuten zu stehen, und das hat mich irgendwie immer fasziniert, und dann habe ich mir dann vor ein paar Jahren mal eine Gitarre gekauft und hatte die dann zu Hause und habe gemerkt, da geht aber nicht so viel. Dann habe mir dann einen Lehrer gesucht, habe ein paar Mal Unterricht genommen und habe mich dann so mit YouTube-Tutorials und sowas alles so ein bisschen weitergebildet, und habe dann mit einem Kumpel von mir, der auch aus Aachen nach München gezogen ist, haben wir uns hier in der Garage mal ein bisschen getroffen und haben da ein bisschen Musik gemacht, und dann haben wir gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten suchen und das mal in einem Proberaum einfach machen. Und dann haben wir so eine Truppe dann zusammen gehabt, und dann irgendwann ist dann auch der Wunsch entstanden, sich Lieder auszusuchen, die halt zu üben, ein Set aufzustellen und dann auch mal vor Leuten aufzutreten. Und Simone, bist du auch dabei, und dann bist du auch dann vorderster Front, erste Linie und dann auch mit am Tanzen? Das auf jeden Fall. Also ich habe mir bis auf einen Auftritt, glaube ich, alle angeschaut, und am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich habe mir gedacht, ob das jetzt sowas wird, weil so viel Zeit hat er ja auch nicht zum Üben. Ja. Und dann war ich da, und dann haben die Bude gerockt, das war super, und ja, ich finde es einfach toll, dass er da diesen Ausgleich hat. Ja. Einmal in der Woche einen Männerabend, das brauchen Männer, glaube ich, und da ist er total in seinem Element. Wie sehen die Wünsche für die Zukunft aus? Also jetzt, dass man wirklich jetzt nicht sagt, meine Güte, sondern denkst, das wäre nochmal, das ist so ein Ziel, da würden wir gerne darauf hinarbeiten. Also klar, nochmal Championate mit Alice, aber unser Traum ist schon auch nochmal ein anderes Pferd eigentlich dahin zu bringen einfach ein bisschen da weiter dran zu bleiben, unser Business ein bisschen mehr auszubauen. Hansi soll seine Qualitäten als Trainer, die er jetzt bewiesen hat, auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr ausbauen, dass einfach junge Leute, dass er die trainieren kann und dass wir eben Pferde ausbilden und da
Hatte schon klar, ist relativ klar. War eigentlich schon so eigentlich so abgegrenzt. So, ne? Oder bist du gesagt, der Plan ist im Endeffekt nicht nur ein grober Plan, sondern eigentlich auch schon ein bisschen in großen Feinheiten dann im Endeffekt steht er auch schon. Jetzt haben wir vorhin immer so ein bisschen so ein Schild hochgezeigt bekommen. Das ist so klasse. Gab es früher im Übrigen bei Wetten, das gibt es bei uns auch, wenn wir nämlich überziehen. Aber es war so unglaublich interessant, diese Sachen einfach auch mal von beiden zu erfahren. Weil es ist manchmal auch schwierig, wenn man nur über sich selber reden kann, sondern in diesem Falle, wenn einfach auch der andere mal über einen reden kann. Zum Ende gibt es aber trotzdem immer so ein, ja, so ein Speed-Interview. Also keine langen Sätze, sondern einfach nur kurz überlegt und eine ganz kurze, eine kurze, knappe Antwort. Situation, wir wollen auch nicht hoffen, dass sie jetzt bald ist, sondern irgendwie in ferner, ferner Zukunft, dass Alice irgendwann mal verabschiedet würde und verabschiedet wird. Welche Musik würdest du dir aussuchen bei der Verabschiedung von Alice? Entweder Herzbeben oder Go for Gold von Andreas Gavelier. Nicht schlecht. Wenn es eine Sache an dir geben würde, die du, wo du sagst, meine, die würde ich gerne ändern. Was wäre der Punkt, wo du sagst, meine Güte, das wäre ein Punkt, den würde ich gerne noch an mir ändern? Dass ich manchmal zu ungeduldig bin. Das ist, Ungeduld ist nicht schlimm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr beiden das schönste Essen gemeinsam gehabt habt? Wisst ihr noch, wo das war und was das auch war? Also jetzt geschmacklich oder? Nee, wo er sagt, das muss nicht nur geschmacklich, es kann einfach auch irgendwo in Italien mit Blick auf den Gardasee gewesen sein oder irgendwo woanders, wo er gesagt hat, meine Güte. Nur wo Hansi mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Zwei ohne. Welcher Mensch kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort erfolgreich hörst? Muss kein Sportler sein. Wer ist für dich der Inbegriff eines erfolgreichen Menschen? Kann aber auch ein Sportler sein. Wer wäre es für dich? Naja, im Zusammenhang mit Simone dann wäre es für mich Helene Fischer. ich mag zwar nicht unbedingt die Musik, aber es ist eine unwahrscheinlich erfolgreiche Frau, die ganz viele Facetten hat, also von der Akrobatin, Sängerin, Moderatorin, Entertainerin. Also und immer auf höchstem Niveau geschafft. Ja. Ja. Sind wir uns jetzt einmal einig. Das wer darf dir eigentlich sagen, wenn du mal falsch liegst? Wenn du wirklich sagst, meine Güte, ich schlag den falschen Weg ein. Und dann, das ist eine schwierige Situation. Sind es eher dann nochmal, ist es nochmal Mutter? Oder ist es Hansi? Oder hat man da eine allerbeste Freundin zu, die sagt, meine Güte, das muss man überlegen, da bist du auch mal auf dem Holzweg? Nee, das darf man eigentlich schon Hansi sagen. Andersrum nicht so, aber er darf mir sagen. Aber Hansi sagt dir dann schon, wenn du sagst, dann irgendwie... Und meine Mutter natürlich schon auch. Prima. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass wir hier sein durften. Bei Alice, sie hat uns doch, wir hatten eigentlich gedacht, wir haben auch ein bisschen, wir haben kleine Leckerlis noch dabei gehabt. Aber ich muss euch sagen, euer Heu muss so fantastisch sein, dass die Leckerlis für Else einfach, glaube ich, dann doch nicht so, noch so interessant ist. So, auf den letzten Minuten kommt sie jetzt dann doch noch zu uns. Wir ziehen jetzt gleich denjenigen, der jetzt den Eimer unterschrieben von euch beiden dann bekommt. Und dann geht es natürlich auch in genau einem Monat, heißt es auch wieder, zu Gast bei. Bei wem, sage ich Ihnen jetzt noch nicht. Lassen Sie sich ganz einfach überraschen. Und nochmal recht herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Gerne, danke.